Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für diesen heutigen Sonntag und für die kommende Woche steht im Psalm 145, Vers 15. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Heute ein spannender Gottesdienst in einer ein bisschen anderen Form von Anke und Jörg Ziegler. Es wird keine klassische Predigt in dem Sinne sein, sondern sie werden uns nachher in dieses Thema hineinnehmen. Gerufen, aufgebrochen, angekommen. So ich mir Gedanken gemacht hatte zu diesem Sonntag, zu diesem Gottesdienst heute Abend, ist mir eigentlich aufgefallen, dass heute ein sehr besonderer Tag ist in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sehen wir hier Erntedankfest. Zum anderen ist heute Tag der Deutschen Einheit. Die Jüngeren unter uns wissen zwar, dass es ein Feiertag ist, wissen aber nicht mehr so die genaue Herleitung. Und zu dieser Herleitung möchte ich noch ein paar Gedanken sagen. Zuerst zum Erntedank. Am Erntedank wollen die Christen Gott für die Schöpfung danken und zeigen, dass sie sich ihre Abhängigkeit von Natur bewusst sind. Streng genommen hat Erntedank an Erntedank im Alten Testament angefangen. Und zwar bei Kain und Abel. Dort wurde Dank gebracht in Form von Früchten und den Tieren. Das war so das erste Erntedankfest, wie es erwähnt wurde. Allerdings mit einem sehr tragischen Ausgang durch den Tod, durch den Mord. Ja. Das erste christliche Erntedankfest war dann so im 3. Jahrhundert erwähnt und seither feiern wir diese Tradition. Der Tag der Deutschen Einheit ist nicht ganz so alt, der ist 31 Jahre alt. Wer weiß noch von Ihnen, wie dieser Tag entstanden ist? Daniel? Genau, Ost und West sind zusammengekommen nach vielen Jahren der Trennung. Aber das Entscheidende war vor diesem Zusammenkommen von unseren beiden Staaten oder Ländern, hat es mit den Montagsgebeten angefangen, mit Montagsdemonstrationen. Menschen sind auf die Straßen gegangen, Menschen haben zu Gott gerufen und haben um die Wiedervereinigung gebeten. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf unser Thema, gerufen, aufgebrochen, angekommen. Menschen wurden gerufen, haben sich einer Mission untergeordnet, haben gesagt, jawohl, wir wollen was erreichen. Sie sind aufgebrochen, sind auf den Weg gegangen, auch aufgebrochen. Ich glaube, die Älteren von uns haben noch das Bild vor Augen, wo der Mauerdurchbruch stattgefunden hat, wo dann wirklich die Mauerstücke aus der Berliner Mauer rausgebrochen worden sind. Ja, und angekommen, heute ist Ostdeutschland, Westdeutschland ein Staat, Deutschland. Von daher finde ich einen besonderen Tag heute und auch ein besonderes Thema. Was auch noch besonders ist heute, was wir, glaube ich, schon lange nicht mehr hatten, wir haben wieder ein Kinderprogramm, Carina Friese, nimmt nachher ihre Kinder mit, vor dem zweiten Lied, nach dem Gebet. Ich möchte noch mit uns beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntag und diesen Gottesdienst, den wir heute gemeinsam in deiner Gegenwart feiern dürfen. Herr, wir haben so viel Grund, in dir dankbar zu sein. Du schenkst uns so viel Gutes in unserem Leben. Wir loben und preisen dich, Herr. Heiliger Geist, komm du, öffne unsere Herzen und Ohren für Gottes Wort. Tröste uns, schenke uns neue Kraft und Hoffnung bei dir und wo nötig, Herr, da korrigiere uns. Führe uns an diesem Erntedankfest in die Dankbarkeit und schenke uns Freude in unser Herz. In der Stille kommen wir zu dir und bringen dir unseren Dank und unsere Bitten.
Amen. Ja, wir hören das nächste Lied. With all I am. Und uns selbstverständlich auch singen. Zwar mit Maske, aber tut's trotzdem. Ein wunderbarer Held, der
Gerufen, aufbrechen, ankommen. Wir wollen heute mit euch mal was Neues ausprobieren. Wir glauben an einen lebendigen und auferstandenen Gott und dieser Gott hat Sehnsucht nach dir und möchte dir heute ganz persönlich begegnen. Wir laden dich ein, diesem Gott ganz persönlich zu begegnen. In den Worten der Bibel, mit Impulsen, mit Liedern und persönlichen Zeiten der Stille. Wir haben dazu drei Blöcke, die nach dem Motto gerufen, aufbrechen und ankommen gemacht. Wir werden zwei dieser Blöcke mit dem Gebetsruf, du Licht der Welt, Herr Christus, mit der Melodie nach Laudate Omnes Gentis als den Siegesang zweimal singen. Gott ruft nach dir heute Abend. Er lädt dich ein, aufzubrechen, zu ihm zu kommen. Und was Abraham vor vielen tausend Jahren erlebt hat, kann auch heute noch für uns Wegweisung sein. Wir wollen dich auch einladen, deinem Gebet Gestalt zu geben, selber aktiv zu werden. Aber dazu später mehr. Ich habe da noch eine Anmerkung kurz. Die Jörg wird einen Impuls geben und die Impulse, die ich dann jeweils in dem Blog gebe, die sollen euch helfen, so in die Stille zu kommen und ins innere Zwiegespräch mit Gott. Und mir persönlich ist es da immer hilfreich, die Augen zuzumachen, weil dann einfach ich mehr bei mir sein kann, dann können innere Bilder aufsteigen. Vielleicht hilft euch das auch. Und so fangen wir an mit den Worten aus dem 1. Mose, Vers 12. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land
und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wurde von Gott gerufen, angerufen und herausgerufen in ein geheiligtes Land. Abraham wurde von Gott gesehen, gemeint und angesprochen. Geh aus deinem Land in das Land, das ich dir zeigen werde. Gottes Rufen gilt uns allen, auch heute. Wie Abraham wird jeder in seiner Einzigartigkeit gesehen, gemeint und angesprochen. Jesus sagt in der Offenbarung: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Jesus möchte uns auch heute in seine Nachfolge rufen. Jesus möchte uns in die neue Heimat führen, in eine Liebesgemeinschaft mit ihm, in eine Gemeinschaft der Heiligen. Jesus möchte uns einladen, Gottes Reich schon hier und jetzt auf dieser Erde zu bauen. Er möchte, dass wir in das Dunkel der Welt sein Licht und seine Liebe bringen. Die Bibel sagt: Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wie Abraham bist auch du von Gott gesehen. Du bist gemeint, du bist angesprochen. Auch dir gilt Gottes Rufen. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, jeden Tag aufs Neue. Stell dir vor, wie liebevoll dein himmlischer Vater dich ansieht. Du stehst im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Mit offenen Armen wartet er auf dich. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist sein. Er möchte auch dich ins gelobte Land führen. Lässt du dich von ihm locken, das Neue zu entdecken? Wagst du es, ihm zu folgen? Gemeinsam singen wir: Du Licht der Welt, Herr Christus, erleuchte unsere Nacht. Du Licht der Welt, Herr Christus, erleuchte unsere Nacht. Du Licht der Aufbrechen.
Um an das noch unbekannte Ziel zu kommen, ist Abraham aufgebrochen. Aufgebrochen in ein neues Leben, im Vertrauen, im Wissen um Gottes Beistand und Begleitung. Aufbrechen war für ihn und für uns heute immer wieder ein Abenteuer, das nicht nur geträumt, sondern erlebt werden muss. Aufbrechen geschieht mit dem ersten Schritt. Aufbrechen bleibt ein Abenteuer. Um halbwegs sicher zu bestehen, braucht es eine gute Vorbereitung und den Mut zum ersten Schritt in das Unbekannte. Zur Vorbereitung gehört die Entscheidung, was nehme ich mit auf die Reise? Was kann ich für den Weg oder die neue Heimat noch brauchen? Was lasse ich als Ballast im alten Leben zurück? Aufbrechen ist auch immer eine Chance, Altes zurückzulassen. Ungute Beziehungen, schlechte Gewohnheiten, Schuld und Sorgen, Anfechtung und Zweifel, Ballast und Müll, der sich in unserem Leben angesammelt hat. Zurücklassen kann befreiend sein. Es kann die Schultern entlasten und frische Luft zum Atmen geben. Nur das Wichtige, das Überlebensnotwendige, sollte für den Aufbruch mitgenommen werden. Abram hat seine Lasten in Haran zurückgelassen. Wir haben heute einen anderen Ort. Das Kreuz auf Golgatha. An dieses Kreuz können wir unsere Schuld, unsere Sorgen, unsere Verletzungen, unsere Ängste bringen. Hier geschieht Vergebung, hier geschieht Versöhnung. Hier können die Lasten abgelegt werden, die uns beschweren. Jesus sagt: Kommt zu mir, alle, die ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Nun können wir wieder aufatmen und aufbrechen mit leichtem Gepäck. Abraham folgt Gottes Ruf. Er verlässt seines Vaters Haus und begibt sich auf den Weg ins verheißene Land. Ein Weg wird beschwerlich und mühsam, wenn man schweres Gepäck und unnötigen Ballast zu tragen hat. Was beschwert dich auf deinem Weg? Welche Lasten trägst du? Was möchtest du abladen? Von welchen Lasten möchtest du befreit sein? Jesus lädt dich ein, loszulassen und was dich beschwert oder behindert auf dem Weg, bei ihm am Kreuz abzulegen. Er spricht: Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In Gedanken kannst du dieser Einladung folgen.
Gemeinsam singen wir. Du Licht der Welt, Herr Christus, erleuchte unsere Nacht. Du Licht der Welt, Herr Christus, erleuchte unsere Nacht. Du Licht der Welt, Herr Christus, erleuchte unsere Nacht. Du Licht der Welt, Herr Christus, erleuchte unsere Nacht. Ankommen. Gott hat Abraham ein neues Land verheißen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ein besseres Land als das zurückgelassene, ein verheißenes, aber auch unbekanntes Land, ein Land, in dem es sich lohnt zu leben, ein Land, das uns zu leben ermöglicht, ein Leben in Fülle, ein Leben, wie es sich Gott für uns wünscht, nicht nur in der fernen Zukunft, jetzt schon in unserer Welt. Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter uns. Vielleicht gibt es in deinem Leben einen Ort oder eine Begebenheit, wo du das schon gespürt hast. Ein Punkt in deinem Leben, an dem dir Gott besonders nahe war. Einen Ort, an dem dein Herz gehüpft ist wie ein junger Hirsch. In dieser Welt haben wir nur eine Ahnung von der zukünftigen Heimat. In Psalm 23 schenkt uns Gott ein Bild von dem Land, in das er uns führen möchte. Ein Land, in die uns der gute Hirte führen möchte. Wir hören die Worte des 23. Psalms. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Dieses Land lohnt es einzunehmen. Lasst das Alte zurück, brecht auf im Vertrauen auf den Hirten, der uns begleitet, und kommt an in Gottes Gegenwart. Als Zeichen dafür, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist und dass er mitten unter uns ist und den Weg zu unseren Füßen erhellen möchte, können wir nun unsere Lichter entzünden. Wir laden euch jetzt ein, nach vorne zu kommen mit euren Teelichtern und euer Licht hier vorne an der Kerze zu entzünden und es dann hier auf den Altarstufen abzustellen.
Und dabei wollen wir singen, meine Hoffnung und meine Freude, und zwar so lange, bis jeder, der möchte, sein Licht entzündet hat, dass jeder, der nach vorne gekommen ist, durch unseren Gesang begleitet und getragen ist. Wir beginnen einfach in den vorderen Reihen. Ihr kommt dann Reihe für Reihe nacheinander nach vorne. Achtet dabei auf den nötigen Abstand. Und nun lasst euch einladen, eure Lichter zu entzünden und in die Welt zu tragen. Und jeder darf, wenn er möchte, am Ende des Sogos sein Licht dann wiederholen und mit nach Hause nehmen. Christus, du bist Licht mitten in der Nacht. Du hast unsere Dunkelheit wieder hell gemacht. Aufbrechen, auf dem Weg sein und dem diesen Weg hinlege, der es alles in der Hand hat, über diesen Weg und über dieses Unterwegssein hat einer der größten deutschen Singer-Songwriter ein ganz, ganz starkes Lied geschrieben. Und das möchte man miteinander singen, da ist alles drin, was Anke und Jörg auch gerade beschrieben haben, wo du hingehen willst und was dich belastet. Leg's dem hin, sag's dem, der es im Griff hat, der einen Plan hat und der einen Weg hat für dich. Wenn du willst, dass es klappt, dass es funktioniert, dass dieser Weg der richtige ist, dann vertrau auf den, der diesen Weg für dich schon lang geplant hat. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Dem, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Ja, vielen Dank, Anke, Jörg, für eure Worte, das mit hineinnehmen, das gerufen sein, aufbrechen
und auch Ankommen. Ich denke, das begleitet uns auch in unserem Alltag, auf Gottes Wort zu hören und dann auch diese Schritte zu gehen und auch auf dem Weg zu bleiben. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn Jesus alles geschenkt hast, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Im Glauben an dich, Jesus, haben wir volles Leben. Bei dir im Hier und Jetzt und ewiges Leben, in Zukunft bei dir. Herr, wir danken dir für das Viele, das du uns auch in diesem Jahr geschenkt hast. Wir haben genug und meistens mehr als genug. Dafür danken wir dir. Hilf uns, von dem Vielen, was wir haben, gerne abzugeben und mit den Menschen zu teilen, die nicht genug haben. Hilf uns, reichlich zu säen und nicht kärglich, damit Menschen gesegnet werden. Wir Freude im Geben erfahren und du, Vater, verherrlicht und gepriesen wirst. Vater, wir bitten dich so oft für so vieles. Danke, dass du unser Gebet immer hörst und auch handelst. Heute wollen wir bewusst Danke sagen für all das Gute, all den Segen, den du in unser Leben schon gelegt hast. Heute legst du und auch in Zukunft legen wirst. Wir danken dir dafür, Herr. Gemeinsam beten wir mit deinen Worten weiter. Vater unser im Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ja, an dieser Stelle gibt es noch einige Abkündigungen. Das heutige Opfer ist für die Arbeit der APIS bestimmt. Herzliche Einladung auch zum Go Die Young für Jugendliche und Junggebliebene am kommenden Mittwoch, am 6. Oktober um 18.30 Uhr hier in der Jakobskirche. Zum Gottesdienst am Sonntag, 10. Oktober um 10 Uhr in der Jakobskirche mit Pfarrer Keimig laden wir recht herzlich ein. Der nächste Sogo findet am Sonntag, 17. Oktober um 11.15 Uhr, ebenfalls mit Pfarrer Keimig und dem Sogo-Team in der Jakobskirche statt. Auch hierzu herzliche Einladung. Daniel hat uns noch einige Informationen für weitere Veranstaltungen. Habt ihr das Lied noch im Ohr? Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Wie genial, wenn man mit solcher Hoffnung leben darf und in das Morgen hineingehen darf und auch in das Übermorgen. Aber es gibt genug Menschen um uns herum, die stecken in Situationen fest, sie sind trostlos und in ihrer Sicht hoffnungslos. Wie vermittelt man eigentlich Hoffnung in schwierigen Umständen? Dazu gibt es einen Vortragsabend, zu dem ich einladen möchte, am kommenden Samstag um 19.30 Uhr nach Freudenstadt zu den APIS in die Kleinrheinstraße. Hoffnung in schwierigen Umständen. Die Wilbur Grossrucker, sie ist Leiterin des Hoffnungshauses in Stuttgart. Ein Haus, was genau dort errichtet wurde, wo Frauen in die Prostitution gezwungen werden, die oft nicht wissen, wie ihr Leben wirklich wieder Hoffnung kriegen soll, was eine Perspektive ist für ihr Leben. Wie vermittelt man in solche Situationen hinein Hoffnung? Wie geht das eigentlich? Geht das überhaupt? Wilbur Grossrucker, die kommt aus Österreich, hat 30 Jahre dort mal Hebamme und jetzt hat sich dann rufen lassen in diese Arbeit dort im Hoffnungshaus. Ich weiß nicht genau, was und wie sie uns das rüberbringt, aber ich denke, wir können auch lernen, was es bedeutet, Hoffnung weiterzutragen. Und das wünsche ich uns auch, dass wir Hoffnungsträger sind an Menschen um uns herum. Also wer sich da ein bisschen informieren will und vielleicht auch lernen will, wie das geht eigentlich, wer es unterstützen möchte, auch diese Arbeit, einfach zu dem Vortragsabend kommen, 19.30 Uhr, nächsten Samstag. Da liegen Flyer aus, hier vorne auf dem Tisch und auch hinten auf dem Tisch kann man sich mitnehmen. Herzliche Einladung.
Das war's schon. Danke, Daniel. Lasst uns in diesen weiteren Sonntag und in die kommende Woche gehen unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Wir singen noch gemeinsam ein Segenslied und ich bitte Sie im Anschluss dann, wenn wir auseinandergehen, die Abstandsregeln einzuhalten. Vielleicht ist es dir heute Abend wieder ganz neu bewusst geworden, auf welchem Weg du schon bist, welchen Weg du einschlagen willst. Befreit durch deine Gnade erschließt sich dir ein neuer Horizont. Mit diesem neuen Horizont und mit diesem Weg, auf dem du sein darfst und auf dem du unterwegs bist, beschließen wir diesen Abend. Für alle Zeit von deinem